Liebe Kunstfreunde, liebe Besucher des Kunstraumes Hoyerswerda. Leider ist der Besuch unserer Ausstellungsreihe Kunstraum aufgrund der aktuellen Einschränkungen nicht möglich. Deshalb möchten wir Ihnen hiermit einen kleinen Einblick in die aktuelle Ausstellung geben, welche wieder in bewährter Weise von Michael Kruscher kuratiert und organisiert wurde. Die Nummer 17 unserer Reihe präsentiert den Berliner Maler Thorsten Schlüter. Die Ausstellung umfasst etwa 30 Arbeiten, großformatige Leinwände, Pastelle, Zeichnungen und Radierungen. 1959 in Henningsdorf bei Berlin geboren, absolvierte Thorsten Schlüter nach der Schulzeit ein Architekturstudium an der Bauhaus-Universität in Weimar, bevor er autodidaktisch mit der Malerei begann. Er erhielt 1988 seine Zulassung als Maler und Grafiker durch den Verband Bildender Künstler in Berlin und ist seitdem freiberuflich. Wie der Ausstellungstitel Mapsa Road es bereits symbolisch andeutet, geht es um das Reisen und um eine Straße im Südwesten Indiens, auf der sich der Maler seit mittlerweile 25 Jahren bewegt und in deren Umgebung er immer wieder seine Skizzenbücher füllt. Die alltäglichen Begegnungen am Straßenrand, auf den Märkten, Brunnen und Feldern Indiens waren und sind seine Inspirationsquellen. Über die Jahre haben sich verschiedene Werkserien gebildet. Thorsten Schlüter gehört zu den reisenden Künstlern, die nach dem Mauerfall die Ferne für sich entdeckt haben, sich für andere Kulturen begeistern und das Neue und Fremdartige für ihre Kunst nutzen. Er bringt seine Sicht auf die Welt mit, verarbeitet vorgefundene Impressionen in Skizzen und Zeichnungen, die er später zu Hause in das Medium der Malerei überträgt. Schlüter kommt aus der figürlichen Malerei. Sein Werk ist bestimmt von verschiedenen Phasen des abstrakten Expressionismus und seinen Entwicklungsstufen. Künstlerische Projektreisen führten ihn in verschiedene ferne Länder, unter anderem zu einem internationalen Künstlerworkshop 1997 nach Namibia, der zu einem Schlüsselerlebnis für seine Malerei wurde. Die so noch nie gesehene Farbigkeit und kulturelle Vielfalt inspirierten ihn in seiner Formensprache. Er wird radikaler in seiner Ausdrucksweise. Kraftvolle, freie Spontanmalerei, gestische Elemente, Farbläufe und ein veränderter malerischer Duktus zeugen davon. Einige Arbeiten aus diesem afrikanischen Werkzyklus sind auch hier im unteren Bereich zu sehen. Ein Bild mit dem Titel »Abschied von Europa« empfängt den Besucher in einem leuchtenden Rot, als wäre es aus einem Feuer gebrannt, könnte diese neue Erfahrung versinnbildlichen. Weiter im unteren Bereich »San der Läufer«, das einen Buschmann zeigt, den er antraf. Das Bild »Blue Gag«, das maskenhaft archaische Züge hat, sowie am hinteren Ausgang die Arbeit »Das große Fressen«, das eine inhaltliche politische Aussage zum Tutsi-Konflikt enthält, der Gewalt und dem Krieg in Ruanda. Waren es im afrikanischen Werkzyklus noch kräftige farbliche Überlagerungen in erdigen Farbtönen und malerische Abstufungen erkennbar, benutzt er in seinen späteren Indienarbeiten öfters ungebrochene, grelle Ölfarben, wie auch in seinem Yaxi-Bild im oberen Bereich zu sehen. Man sieht, dass Schlüter sich nicht einem malerischen Stilprinzip unterwirft, sondern er experimentiert und manches wirkt wie von anderer Hand geschaffen. Die Möwe an der oberen Balustrade auf uns herabschauend bezeichnet er als der Philosoph, transportiert sie doch auch sein Hiddensee-Gefühl in diese Ausstellung. Diese Leinwandarbeit und auch die Autowerkstatt Enfield Mechanic kommen seiner Zeichnungsform wieder sehr nahe. Die für ihn sehr wichtige Werkgruppe der Frauen am Brunnen könnte man als eine Metapher des Lebens verstehen, denn wie Schlüter es formuliert, kommt in dieser Gegend Indiens das Wasser in der Regel nicht aus der Leitung. Die wasserschöpfenden, Krüge tragenden und dabei immer mit einer gewissen Eleganz versehenden Frauen stellt er in tänzerisch anmutenden Pastell- und Kreidearbeiten auf getönten Papieren dar. Neben wenigen Kaltnadelradierungen gibt es Kohle- und Kreidezeichnungen seiner Büffel, Hahnenkämpfe auf Packpapier und Tintenstiftzeichnungen, die Pferdestudien zeigen, mit »Mir nach« tituliert zu sehen. Reduziert und souverän inszenierte Zeichnungen. All die gezeigten Arbeiten stellen kein verlorenes oder wiedergefundenes Paradies dar. Sie vermitteln ein Abbild seiner Begegnungen und seiner Sichtweise. Musik.
Atlantik greibe ich ja, Psinja sorebe a pjesk mija, Takak przece jak nebe krzył, to nigdy przestać. Na brioze szuzi plastik krach drewo, w odpadanki lesu zapalio, ale żumy może jeszcze dobrze spożywasz. A jadna mała kocka, samutka, a moryczka ją. Niechaj groni, ta skoro zaginio. Nigdy za stankę nie przyjedu, ze sowieckiego spiska. Ten na brioze winika nie widzi. Świece Jana robija świecu, Kaszawa na przepiwi bumryjo, Maczyta za cukorinu, za zazyjo. A jadna mała kocka, samutka, a morczka ją. Przed muzeum ją ustojona, kręma słyszę mego odwiednika, bajku o brioze swiniu, a fidelu. Żołcza własnie spił z łucuju, jadaki stóp probiruju. Schulzlich Uniform machst du dich suknią. A ta młoda kocka, samutka, a morczka ją. Niech skroni, to skoro zaginio. Oh!